So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Es ist ein Zwischenvideo, weil meine neue Platine ist da von De Augustini. Bau deinen X-Wing. Ihr wisst ja, es gibt ja dieses Platinenproblem, aber ich hatte jetzt eine Platine letztes Mal drinne, wo der Steckplatz Nummer 5 und der Steckplatz Nummer 10 fehlt. Der fehlt eindeutig. Man kann es sehen. Ich habe beim Kauf aber nicht dran gedacht, dass da welche hin müssen. So, jetzt schreiben natürlich viele, die haben die Platine komplett, funktioniert aber trotzdem nicht. Ja, was dazu kann ich mich im Prinzip nicht äußern. Ich lese bloß meine Kommentare. Ich lese natürlich überall auch bei De Augustini in dem Forum drin. Da wird geschrieben, die Platine kann noch nicht funktionieren. Es kommt erstmal ein Steckmodul demnächst raus. Dann sollte erst alles funktionieren. Das ist die eine aus. Dann schreiben einige, bei denen läuft alles. Also, was ist jetzt richtig? Kommt noch ein Steckplatz in den nächsten, ich sag mal, 3, 4 Magazine, was man eben draufstecken muss, dass es funktioniert? Oder funktioniert die so schon komplett? Wer das natürlich jetzt wirklich richtig weiß oder auch getestet hat, schreibt es mir und alle anderen Zuschauer. Natürlich in die Kommentare. Das ist wichtig. Aber jetzt packen wir natürlich das Päckchen von De Augustini aus. Und zwar die neue Platine. Und ich hoffe natürlich, dass die jetzt ein richtiges Magazin reingetan haben, wo die beiden Steckplätze dran sind. Oder einfach nur in den Keller gegangen sind, in der Verpackung rein. Ihr seht es. Es ist ganz einfach. Sonst nichts drin. Das Magazin Nummer 67. Einfach komplett die 67 wieder dabei. So, und jetzt vergleichen wir gleich mal von vorne zurück. Erstens, die Steckplätze sind da. Zweitens, das blaue Lötmodul ist andersrum. Aber 3, 4 sind da. Ach, hier hat auch ein Steckplatz gefehlt. Das sehe ich jetzt erstmal. Das sehe ich nämlich da. 4, 3 einzelne Mitte, 3 oben, 3 da, 3. 3 Steckplätze haben hier gefehlt. 1, 2, 3. Seht ihr? Da ist jetzt ein komplettes Modul drin. Oder Platine. Und ob die jetzt funktioniert, kann ich so jetzt natürlich noch nichts zu sagen. Ich werde sie natürlich jetzt einbauen. Ich weiß auch gar nicht. Kann man die testen mit Strom schon? War da was? Ah, 67 war ja sowieso die falsche Ausgabe, wo die eingebaut wird. Da kommt alles andere. Aber ich werde sie natürlich dahin jetzt einbauen, wo sie hingehört. Dass ich auf jeden Fall Mittwoch weitermachen kann. Das steht schon mal fest. Aber ich hole sie jetzt mal raus. So, und wichtig ist ja wirklich, wer es jetzt wirklich genau weiß, ob sie von alleine sofort so funktioniert oder erst noch ein anderes Steckmodul in der nächsten Ausgabe kommt. Von unten. Ah, seht ihr? Das ist schon eine andere Bauweise. Da sind 2 Lötpunkte, hier nur 1. Das ist ganz anders, unterschiedlich. Wenn ihr genau seht, hier sind mehr Lötpunkte drauf, wie an meiner alten. Es sind wirklich große Unterschiede. Das ist die neue, das ist die alte. Und ihr seht jetzt, es sind mehr Lötpunkte auf der neue, obwohl die nicht unter die Steckplätze sind, die mir eigentlich fehlten. Ihr seht es ja hier. So, Steckplatz Nummer 5, Steckplatz Nummer 10. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass hier auch ein Steckplatz fehlte. Seht ihr, das war der Steckplatz Nummer 4. Hat auch gefehlt, was mir noch gar nicht aufgefallen ist. Aber nichtsdestotrotz werde ich das natürlich bis Mittwoch einbauen. Und dann
Vielleicht auch gleich noch und teste das dann. Dann werde ich das Mittwoch in mein Vorvideo reinschneiden, ob das funktioniert oder nicht. Aber wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, kann man das schon testen? Hat das jemand getestet mit Batterie? Läuft es oder warten wir wirklich alle auf das Steckmodul, was ich in der Forum sehr viel lese, auch in meine Kommentare. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich es ausprobieren soll. Ich baue es einfach nur ein. Ich sag mal, und das muss ich ja nicht per Video festhalten und euch zeigen, weil die meisten wissen, wo es hingehört. Die meisten wissen, wie es eingebaut wird, ob das funktioniert. Ich warte wirklich ab. Aber wichtig ist für mich und alle anderen Zuschauer natürlich jetzt zu schreiben. Läuft die Platine so, wie sie ist? Oder wie man in einige Forums oder in einige meiner Kommentare lesen konnte, kommt da noch eine Platte drauf? Oder ein Steckmodul, sage ich mal so, mit Kabelanschluss, dann erst funktioniert. All das könnt ihr, sollt ihr posten, kommentieren. Und ihr habt gesehen, meine neue Platine ist auf jeden Fall ganz anders, auch breiter. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, diejenigen, die auch die Platinenfehler haben, dass jetzt auch bei euch eine neue eingekommen ist, könnt ihr mir natürlich auch in die Kommentare schreiben. Und ich sage wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.